Ja, super. Dann sind wir hier wieder bei einer neuen Folge von den Innovationsweisen. Wir haben wieder einen Gast da, der Manni und ich, nämlich den Bastian. Servus, grüß dich. Hi, in die Runde. Genau, und Manni, sag doch auch nochmal kurz Hallo. Servus, grüß euch. Ja, das Besondere heute an der Runde ist natürlich, dass ich hier zwei Autoren mit mir zusammen virtuell sitzen habe, die sich beide mit dem Thema, ja, wie arbeitet man eigentlich partnerschaftlich zusammen in Konzernen, wie entstehen wertschöpfende Systeme, die gerade im Bereich Innovation dann nicht nur was tun, sondern möglichst auch noch das Richtige tun und zielgerichtet tun. Deswegen freue ich mich auf das Gespräch mit euch beiden heute. Und auch wenn Sie es noch gar nicht wissen, der Manni hat mich, ich glaube, vor 3-4 Tagen gefragt, ob ich jetzt hier heute Freitag 14 Uhr Zeit habe, eine Folge aufzunehmen. Und ja, dadurch, dass er den Gast bei uns heute eingeladen hat und auch eigentlich viel besser weiß, worüber er mit dem Bastian heute reden wollte, würde ich dem Manni ganz kurz das Wort geben, um ein kurzes Framing zu machen und zu sagen, worüber wir uns eigentlich unterhalten wollen. Manni, schieß los. Ja, total gerne. Bastian und ich haben uns schon vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich glaube, beobachtet haben wir uns gegenseitig tatsächlich schon über die Kanäle ein Stückchen länger und dann auf einer Veranstaltung mal kennengelernt. Und ich glaube, das Spannende ist, wir haben uns einfach dem Thema Zusammenarbeit, wie große etablierte Organisationen mit kleineren, agileren, mit Startups im weitesten Sinne oder einfach auch mit kleinen Firmen zusammenarbeiten, aus total verschiedenen Richtungen genähert. Und so hatten wir über die letzten Jahre schon immer wieder in regelmäßigen Abständen einfach einen super guten Austausch. Und genau, zufälligerweise sind unsere beiden Bücher letztes Jahr rausgekommen, unsere Erstlingswerke, die sind dann, sind wir unter die Autoren gegangen. Aber ich finde es eigentlich einfach total witzig und ich habe den Austausch immer total genossen, weil, wie gesagt, es geht eigentlich um das gleiche Thema. Wir nähern uns halt einfach ein Stückchen anders. Und deswegen dachte ich mir, wäre es ganz cool, eine gemeinsame Folge draus zu machen. Und würde vielleicht auch gleich die Chance nutzen, um, also für mich so eine der Kernfragen der letzten Wochen auch vielleicht aufzubringen. Und die ist, wir beschäftigen uns total viel mit Zusammenarbeit. Ich habe über Vertrauen geschrieben. Du hast ganz viele Themen halt auch gegriffen. Wie schafft man es denn, gemeinsame Themen überhaupt zu identifizieren und zusammenzuarbeiten? Und jetzt leben wir gerade in einer Zeit, wo man sich eigentlich gar nicht mehr kennenlernt oder nur einstündige Team-Meetings hat. Ja, wie nimmst du das wahr bei euch bei den ganzen Themen? Wie gut funktioniert es, dass man sich näher kommt, dass man überhaupt in die Kommunikation einsteigt? Siehst du da irgendwie Veränderungen? Also ich bin ja in Berlin lokalisiert und tatsächlich merkt man schon eine gewisse Einschränkung. Ja, ich sitze auch selber jetzt gerade im Homeoffice. Und dadurch, dass ich jetzt für mich persönlich ein Netzwerk habe, seit, sag ich mal, letzten 5 bis 10 Jahre aufgebaut, fällt es mir unglaublich leicht, dieses Netzwerk jetzt zu pflegen, zu nutzen und sogar noch zu erweitern über digitale Kanäle. Also das finde ich tatsächlich überhaupt nicht einschränkend. Ich glaube, wenn man jetzt am Beginn ist, als beispielsweise als Startup mit relativ wenig Zugang und Kontakt, glaube ich, ist es unglaublich schwer, jetzt über rein digitale Kanäle die richtigen Personen zu identifizieren und dann in Kontakt zu kommen. Ich glaube, da braucht es gerade wieder, sag ich mal, dann Netzwerke, an die man dann vielleicht als Startup rankommt, aber auch umgekehrt. Auch die Corporate Guys sitzen ja dann jetzt nicht mehr auf den Konferenzen, wo es denn einen Startup-Track sind, wo sie dann mal ganz zufällig ein Startup treffen, was sie spannend finden und ein Gespräch kommen. Auch denen fehlt ja der Zugang. Natürlich gibt es Konferenzen im virtuellen Format und so. Das ist nicht die Problematik. Auch die Informationslage ist ja nicht, hat er nicht abgenommen, sondern eher vielleicht noch zugenommen. Aber schon so ein bisschen diese Filterfrage, die sehe ich schon. Das richtig zu filtern, wo muss ich jetzt eigentlich hingehen, wen muss ich fragen, wie sortiere ich eigentlich, sag ich mal, Newsletter, Webportale, Datenbanken, um für mich erstmal zu identifizieren, was passiert da draußen, was für mich relevant ist. Ja, total. Ich habe das auch, ich habe es ehrlich gesagt für mich gemerkt, so total Ende Q4 letztes Jahr. Es ist dann halt auch mit dem, dass die Zahlen wieder schlechter wurden. Und ich finde, was total krass war, jetzt, da habe ich mich schon mehr Corporate Guy gefühlt, als ich eigentlich möchte. Ich habe so den ganzen Tag irgendwie natürlich irgendwelche Zoom-Sessions und Videokonferenzen und sonst was gehabt. Aber du hast voll gemerkt, wie du in deiner Filterblase drin bist. Ja, du hast dann eigentlich immer mit den gleichen Leuten über die gleichen Themen gesprochen. Sodass ich dann mal angefangen habe, so altes Netzwerk zu aktivieren, so Leute, mit denen ich seit 10 Jahren nicht gesprochen habe. Ja, ja. Sagen, komm, lass uns mal irgendwie eine halbe Stunde quatschen, einfach nur, um mal wieder was anderes zu hören. Weil ich total krass fand. Aber wie du sagst, klar, ich schaue halt irgendwie auf 20 Jahre Netzwerk bauen zurück. Bin ich jetzt dann so ein junges Unternehmen und will da irgendwo reinkommen, ja, bin, weiß ich nicht, neu auf dem Markt und kenne keine Leute,
super schwer, glaube schwer. Ich. Ja, das ist schwer. Aber also ihr redet ja jetzt auch sehr viel darüber, wie man mit seinem Netzwerk eigentlich arbeiten kann. Oder du hast es gerade angesprochen, Manni, du hast dann einfach mal ganz viele Leute, die du von früher kennst, kontaktiert und wieder angerufen. Was ich einen super spannenden Bereich finde, und da würde ich mir hoffen, dass ihr vielleicht ein bisschen was darüber sagen könnt, wie denn aber die tägliche Zusammenarbeit innerhalb von Partnerschaften funktioniert. Ne? Also wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie, ich will neue Leute kennenlernen, ich will ein neues Netzwerk aufbauen, aber ich habe jetzt hier so meine Partnerschaft, ja, irgendwie so eine Zusammenarbeit Startup Corporate. Und die ist jetzt halt davon torpediert, dass man sich jetzt mittlerweile seit einem Jahr eigentlich fast nicht mehr wirklich treffen konnte. Ist das ein wirkliches Problem? Und wie ist die Situation da im Moment? Also wie löst man das im Moment in der Praxis? Also ich würde mal sagen, bei der Anbahnung haben wir ja gerade gesagt, das ist schwer, wenn ich halt niemanden kenne. Wenn das, sag ich mal, das partnerschaftliche oder das Proof of Value oder Proof of Concept Projekt mit dem Corporate schon läuft, habe ich jetzt im Moment, egal über welche Lockdown-Phase wir gerade reden, eigentlich nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise Abbruch tut. Es geht sogar noch, wenn der Corporate-Partner mitspielt, sogar in einer höheren Schlagzahl. Weil, wie gesagt, ein Meeting virtuell ist dann doch schneller aufgesetzt, hintereinander weggeschaltet, als irgendwie ein physisches Treffen für 2 Stunden dann irgendwo in einem, was weiß ich, kleineren Stadt, irgendwo in der Provinz, wo der Mittelständler dann sitzt. Also muss man schon sagen, das geht eigentlich, würde ich sagen, sogar besser. Auch auf die Qualität bezogen? Also im Moment, ich kann ja nur wieder sagen, in denen, wo ich involviert bin, sowohl als Business Angel oder in der eigenen Projektarbeit oder vielleicht mal in einer anderen Assoziation, ich habe da im Moment keinen Abbruch. Klar, die erste halbe Jahr, sagen wir mal so, das erste halbe Jahr Corona bis Sommer haben die erstmal gebraucht, um auf Teams aufzusteigen. So, das ist schon mal, das war ja schon die totale Turbo-Digitalisierung für die meisten Corporates. Aber jetzt, da wissen sie, wie man Teams nutzt oder andere Tools. Sie wissen jetzt auch, wie man vielleicht mal ein virtuelles Miro-Board nutzt, wie man so virtuell ergebnisorientiert arbeitet, ist mir immer wichtig. Ne? Wir können viel quatschen, ist immer schön, aber dass man dann virtuell ein Dokument aufmacht, daran arbeitet, gemeinsam arbeitet. Ja? Wenn du dir einen Google-Link schickst, anstatt eine Präsentation präsentierst und du arbeitest dann gemeinsam in diesem Dokument, das ist immer noch Faszination pur und schafft eine unglaubliche, sag ich mal, Ergebnisstringenz und Orientierung. Und am Ende ist das für mich im Moment eher positiv und eher ein Treiber für, wir kommen doch an der einen oder anderen Stelle schneller voran, es sei denn, du redest mit Corporate-Partnern, die natürlich Corona-bedingt jetzt in irgendeiner Art von, was weiß ich, kritischer Phase sind, Geschäft total im Eimer. Aber davon kenne ich ehrlicherweise relativ wenig. Manni, wie ist deine Perspektive so darauf? Ja, ich finde tatsächlich, die Partnerschaften, die vorher schon gut waren, die haben auch einfach gut weiter funktioniert. Also da war es so, klar, so Kommunikation ist halt anders, ja, aber wenn du halt irgendwie ein gutes partnerschaftliches System hattest, das hat schon überlebt. Was ich finde, was so ein bisschen aufgezeigt wurde, da wo die Kacke schon so ein bisschen am Dampfen war, aber du hast es noch nicht gemerkt, das wurde so richtig krass offengelegt. Das ist so dieses so, da gab es dann so nicht mehr diese. Das wurde halt einfach irgendwie lustigerweise, obwohl man sich nicht mehr gesehen hat, wurde alles so transparenter und schneller. Das fand ich irgendwie total, total verrückt, ja. Und klar, es gibt halt, was vielleicht auch noch so ein spannender Aspekt war, was bei uns aufgekommen ist, es gab halt so, ich sage so Sekundäreffekte auf die Partnerschaften. So in der eigentlichen Partnerschaft hat es ganz gut funktioniert, aber wir waren halt zum Beispiel gerade in so einer Fundraising-Runde drin, wo du einen Dritten gebraucht hättest, ja, wo du halt irgendwie das Partnernetzwerk erweitern wolltest an der Stelle. Und das war halt super schwierig, ja. Also die eigentliche Partnerschaft, die vorher schon existiert hat, war okay. Da hast du schon irgendwie so an einem Strang gezogen. Aber so das drüber hinaus, das Erweitern davon, noch jemanden reinholen und so diese ganzen externen Effekte, die du halt nicht so richtig, ja, Steuern einschätzen kannst und sowas, die waren dann schon belastend. Und die haben dann halt auch wiederum ein bisschen für Stress in der eigentlichen Partnerschaft gesorgt, ja. Das war aber so der Nukleus, wo das herkam, das war halt einfach nicht, das war nicht die, ja, das, was halt die Partnerschaft war. Das habe ich bei unseren schon gemerkt. Also das merkst du schon richtig, dass du so einen externen Stressfaktor hast. Ja, weil ich glaube, gerade wenn du das Fundraising angesprochen hast, was ich halt gemerkt habe, wir hatten jetzt auch ein Startup, wo ich als Business Angel unterwegs war, und die hatten echt Trouble jetzt letztes Jahr und wollten auch nochmal ein Pivot machen in der so, ja, Mitte des Jahres und dann quasi darauf neu Geld raisen.
Das ist halt extrem schwierig, weil du gehst dann quasi Fundraising quasi nur online. Das ist halt schwierig, ne? Weil die gerade investorenseitig, also wenn du wirklich Partnerschaft, da fließt halt Geld, weißt du, und man committet sich über einen langen Zeitraum. Das ist ein P2P-Business, People-to-Business, People-to-People-Business, ja. Und das, weißt du, da sind halt so viele Nuancen, die du halt digital dann doch schwer abschätzen kannst. Also das glaube ich sofort. Ja, total krass. Und ich meine, also bei uns war es ja auch noch so, ich meine, wir sind ja eigentlich immer nur bei Corporates im Fundraising aktiv. Ja, und da kam halt genau das Ding. Also du hast halt schon gemerkt, das Interesse da auch so, die strategische Ratio und so konntest du schon herstellen. Das war okay. Aber die, so halt wirklich dann zur Entscheidung zu kommen, weil du gemerkt hast, alle sind super unsicher in dem Moment. Das hat sich halt einfach so auf diese Kommunikation, auf diese Partnerschaften übertragen. Da merke ich aber ehrlich gesagt, dass es gerade besser wird. Also das ist so ein, da sind nicht mehr alle so verrückt. Ich glaube auch so, allen hat es ganz gut getan, dass das Jahr dann doch nicht so katastrophal war, wie sie Anfang letzten Jahres gedacht haben. Absolut. Ja, ich fand es total spannend. Ich habe mit einem Mittelständler geredet, mit dem wir sehr lange schon eine Partnerschaft haben, und der hat mir erzählt, sie haben sich halt eigentlich so auf das Niveau 2008 Wirtschaftskrise vorbereitet. Das war so das Notfallszenario, was reinkam, und eigentlich ist ab Q2, Q3 wieder ganz gut gelaufen. Das war so ein bisschen so, das heißt, sie sind, nachdem sie vor gar nicht so allzu langer Zeit mal so ein totales Horrorszenario durchlebt haben, auf das haben sie sich wieder eingestellt, und es war so irgendwie, wenn du wirklich den größten Kack erwartest und dann wird es nicht so schlimm, dann sind eigentlich alle wieder ganz happy. Ja, und das finde ich, merkst du gerade, es ist natürlich so, dass es immer noch weniger Budgets gibt und dass die Leute schon und die Companies alle mehr so auf Geld schauen. Ich auch das Gefühl habe, manche haben das auch genutzt, um sich ein Stückchen, einfach so ein bisschen einen externen Trigger zu haben, um sich zu restrukturieren und ein bisschen neu aufzustellen, um so ein bisschen einen Grund zu haben. Aber ich meine, also auch in der Folge, in der Chris Lindner von Airbus mit bei war, ja, da hat er auch gesagt, also dieser Fokus aufs Kerngeschäft und dann halt einfach zu sehen, wie schnell der Corporate dann doch in der Lage ist, halt gute Entscheidungen zu treffen. Ich sehe halt nicht nur negative Aspekte davon. Absolut. Ich habe jetzt auch tatsächlich letztens auch eine Studie gelesen, und das hat sich gedeckelt mit einem Gespräch, was ich mit einem CEO von einem Mittelständler geführt habe. Der hat mich auch gefragt, und da habe ich ihm die Studie zitiert oder geschickt, wo halt drin steht, dass, wie kann man diesen Krisenmodus in Anführungsstriche in der Organisation, in den Köpfen der Mitarbeiter aufrechterhalten? Weil er eben diesen Positiveffekt eben auch hat, wirklich mal Dynamik zu erleben, wirklich mal schnell Entscheidungen treffen zu müssen, wirklich mal, sag ich mal, eine gewisse Flexibilität im Kopf als auch in den Prozessen an den Tag zu legen. Wahnsinnig gut, ja, kann ich auch sicherlich nochmal im Nachgang raussuchen und nochmal teilen. Ist ein spannender Weg. Was ich auch noch Gefühl hatte im letzten Jahr, war auch ganz witzig. Wie gesagt, ich kenne ja kaum einen Mittelständler, sag ich mal, aus meinem Netzwerk, der jetzt irgendwie, sag ich mal, doll gebeutelt aus diesem Jahr gegangen ist. Ja, viele sind halt irgendwie Wachstumsraten teilweise zweistellig. Und der eine meinte zu mir, und so trennt sich aus meiner Sicht auch die Spreu vom Weizen. Eine haben gesagt, okay, oh, wir haben es doch geschafft. So nach dem Motto, ja, Schweiß abgewischt und weiter. Und der eine sagt, okay, wow, wir haben jetzt echt viel gelernt. Und Mensch, Bastian, wir haben 14 Millionen Reisekosten eingespart. Die wollen wir jetzt in Neugeschäft investieren. Wie machen wir das? So, das ist halt cool, wenn du dann so eine, ne, und das ist aber diese zwei Streams, die es halt gibt, aus meiner Sicht. Ja, die einen, die halt sagen, okay, gerade so noch durch und naja, wir machen mal weiter und puh, jetzt müssen wir mal ein bisschen Prozesse glatt ziehen und doch nochmal ein bisschen effizienter werden. Und die anderen sagen, okay, das war jetzt der letzte Warnschuss. Ja, und 2021 wird genauso dynamisch. Ja, wenn die Geld überweisen wollen, da gebe ich ihnen gerne meine Kontonummer. Da habe ich gar kein Problem. Ich setze es gut ein, versprochen. Weil ihr es ja sagt, ihr habt, also ich weiß es ja von uns, Manfred, wir arbeiten heute mit Partnern zusammen, zu denen wir vor einem Jahr noch keinen Kontakt haben. Bastian, du hast es gerade auch gesagt. Seht ihr, dass die, der Investitionswille oder dass die Themen, die man so anschieben möchte, dass die anders sind als noch vor anderthalb Jahren, dass man dann du hast gerade gesagt, so, dass man einen klareren Fokus darauf hat, wie man das Kerngeschäft auf die Beine stellen kann, stärken kann. Seht ihr da einen Shift in den Themen? Also ich weiß nicht. Also ich sehe schon mehr Fokus drauf. Ich glaube, so der ganz abstruse Quatsch wird nicht mehr so angegangen. Also es ist schon mehr, es wird schon mehr drüber nachgedacht, was mache ich denn? So ein bisschen der Wohlstand wurde so abgeschnitten, finde ich so. Ja, also das ist Hobby. Aber nee, tatsächlich so der, so ein bisschen, Bastian, du hast es vorher auch schon gesagt, also dieses Thema, also das haben schon einige erkannt, das war so ein Schuss vor den Bug.
Und jetzt geht es halt darum, noch mehr zu versuchen, diese neuen Themen halt so rein zu adaptieren, ja, und sich da ein Stückchen zu öffnen. Also wie gesagt, so ganz abstrusen Quatsch, den sehe ich nicht mehr so. Ja. Nee, ich glaube auch. Also den wollen sie eh nicht bei uns abladen. Ja, wie genau. Also ich würde auch sagen, also was jetzt schon passiert ist dadurch, dass man schon noch mal eine Schippe mehr aufs Kerngeschäft schaut. Ne? Und was halt auch, diese Abstruse wurde halt, sag ich zumindest schnell in Frage gestellt, beziehungsweise wird das auch immer noch sehr vorsichtig angegangen, wenn es jetzt auch abstrus, meine ich jetzt nicht nur Bällebad und Co., sondern für mich auch abstrus im Sinne von, naja, wir machen jetzt mal irgendein Investment in den Fund of Fund und machen irgendeine Financial Beteiligung bei XY oder irgend sowas. Ja. Das ist denen auch zu weit weg. Sondern ist jetzt, glaube ich, die gute Zeit auch für uns dann, ne, wo wir ja quasi an der Schnittstelle zum New Business eigentlich unterwegs sind, digital alles neue Geschäft wirklich bauen, was auf der anderen Seite des Flusses ist. Wir wollen uns nicht, das ist auch nicht mein Gebiet. Ich habe in meinem Buch immer so eine Burg, so eine große Burg, das ist das Kerngeschäft, das ist das Core-Business. Und dann steht die an einem Fluss und auf der anderen Seite des Flusses sind so kleine neue Bogen. Und das ist für mich das angrenzende Neugeschäft, ne? Also diese typischen 20% angrenzendes New Business. Und wie kommen die da jetzt darüber, beziehungsweise mit welchem partnerschaftlichen Vehikel oder mit welchem Vehikel generell können sie das jetzt eigentlich machen? Dafür sind sie wahnsinnig offen. Ja. Was ich ja spannend finde, ist, das ist jetzt eine rein persönliche Wahrnehmung, aber so vor bis vor fünf, sechs Jahren hat man häufig, wenn man sich mit Corporates oder mit Mittelständlern über Innovationen darüber unterhalten hat, gesagt, hey, lass uns irgendwie ein Neugeschäft machen, hat man häufig auch diese Aussage bekommen, ja, wir fokussieren uns erstmal aufs Kerngeschäft. Die hieß, wir sind im Moment eigentlich ziemlich busy damit, unsere internen Prozesse zu optimieren und haben auch gar keine Lust, irgendwie etwas Innovatives zu machen, sondern wollen eigentlich gucken, dass das, was wir heute schon verkaufen, wir weiterhin verkauft bekommen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass ihr ja gerade sagt, im Moment kommt genau die gleiche Aussage, wir müssen gucken, dass wir unser Kerngeschäft stärken können. Aber jetzt mit dieser Erkenntnis, ohne Innovation werden wir unser Kerngeschäft nicht stärken können. Und das finde ich einen sehr spannenden Unterschied im Vergleich zu vor 5, 6 Jahren. Das wussten Sie vorher auch schon. Das ist ja das Problem. Das wussten Sie, ja. Irgendwie 80% aller Entscheider wünschen sich mehr, sag ich mal, oder stufen Innovation als elementar wichtig ein. Das gab es vorher schon, das habe ich im Buch auch zitiert, 2 Jahre alt, 3 Jahre alt. Nur das ist ja ein Unterschied zwischen Wissen und Tun. Mhm. Das hat für mich halt quasi eingesetzt. Durch diese und Corona ist ja nichts weiter. Ich sehe das natürlich als Unternehmer und Entrepreneur sehr positiv. Eine unglaubliche tektonische Plattenverschiebung. Mit einmal zieht eben nicht mehr das Argument, wir haben keine Zeit zum Zaunbauen, wir müssen die Hühner fangen. Ja, das ist nämlich dieser Zurückzug auf, oh nee, wir haben so viel im Tagesgeschäft und unser Core-Business und so weiter und so fort. Nein, sondern das haben sie jetzt gemerkt, ja Mist, wenn da draußen sich alles verändert und da können wir nicht mehr nur aufs Kerngeschäft und nur, ich sage ja auch immer, die sind ja Effizienzmaschinen. Corporate ist gleich Effizienzmaschine. Ist auch so. Und machen sie auch, sollen sie auch weiter zu 70% machen. Ist doch okay, da müssen ja Geld verdienen und die ganzen Leute und ganze. Aber jetzt ist das der Raum da für mal 20-30% New Business, mal Investment oder mal einen Joint Venture mit Mantro machen, mal wirklich ein bisschen Risiko gehen. Jetzt ist das Momentum da. Aber nicht bei allen, aber ich sag mal so, das hat schon gewirkt. Ja, ich finde auch, also die kann ich tatsächlich einfach alles nur unterstreichen. Ich finde halt, also ein Aspekt, da bist du vorher schon mal kurz vorbeigekommen, den finde ich super interessant, also auch, was es halt kulturell ausgemacht hat. Ja, also dieses so anders kommunizieren, anders arbeiten, schneller Entscheidungen treffen und sowas, wie das ankommt. Und also da, das merkst du schon auch so in der Zusammenarbeit, ja, dass wenn der Speed auf der anderen Seite halt irgendwie zulegt, dann wird es für uns tatsächlich auch leichter, da mit den Unternehmen zu arbeiten. Ja, du hast nicht mehr so einen großen Unterschied. Und ich meine, wie sind das bei den Startups, die du auch betreust und die du auch da am Campus hast und so? Ich meine, das müsst ihr ja wahrscheinlich eh nicht feststellen, oder? Also, dass die Kommunikationsbasis irgendwie sich verbessert hat. Ja, ja, genau. Also auf Augenhöhe, ne? Also man ist jetzt doch etwas mehr auf Augenhöhe. Also Corona hat auch bewirkt, dass die Unterschiedlichkeit zwischen Corporate und Startup quasi zu Stück weit eliminiert wurde. Ja, also so
Größe hat auf einmal keine Rolle mehr gespielt. Auch eine gewisse Marktdominanz wurde in Frage gestellt durch Corona und so weiter und so fort. Und von daher ist das ein Augenhöhe-Effekt. Was für mich halt spannend ist, es gibt ja drei grundsätzliche, sag ich mal, Dinge, die Digital Practice anders macht als Traditional Practice. Und das ist das Thema, sag ich mal, Autonomie, ja, oder flexible Struktur, Experimente, basiertes Vorgehen und datenbasierte Entscheidungen treffen. Das sind ja die drei Punkte. Das ist ja auch so typisch, was Startup eigentlich gut machen sollte. Und gerade das Experimente-Thema, das ist es eigentlich das, wo sie jetzt feststellen, Corporate, Mist, wir können ja, Planung ist hin. Also auf was wollen wir jetzt planen, wenn wir nicht mal wissen, was eigentlich im nächsten Monat passiert? Wir müssen uns quasi in dieses Unbekannte, was für ein Corporate unglaublich stressig ist, Startup völlig normal, uns vortasten. Das heißt, wir müssen auf einmal Hypothesen formulieren und auf einmal merken sie halt, okay, das ist ja das, was die Startups uns die letzten Jahre schon immer erzählt haben, was wir eigentlich immer ignoriert haben, nicht verstanden haben und so weiter. Mensch, jetzt macht das auf einmal alles Sinn, dass wir uns Hypothesen getrieben, das Fahren auf Sicht, ich glaube, das sagt jetzt jeder Topmanager, wir fahren auf Sicht. Was heißt das aber im Umkehrschluss, ja, im Sinne von dieses experimentelle, datengetriebene, mehr autonome, flexible Vorgehen. Und jetzt auf einmal gehen sie dann wieder zurück und sagen, na, da war doch mal was mit den Startups. Ist das auch komplett durch die Organisation schon so gelebt oder ist das, was du beschreibst, gerade eher so ein auf Vorstandsebene gewonnene Erkenntnis, die aber noch eingepflanzt werden muss in die Organisation? Ich meine, eins ist ja auch Fakt, das habe ich in der ersten Welle immer gesagt, ja, also die Corona hat ja auch bewirkt, dass Exponentialität, das ist ja das, wo wir halt leben. Ne? Alles wächst halt exponentiell. Ja, so Technologiefähigkeit, Datenverfügbarkeit, ist ja alles wächst exponentiell. Auf einmal weiß meine Mutter, selbst meine Mutter versteht, was exponentielles Wachstum bedeutet. Ja, ja. So, und auf einmal ist das halt bestimmte Prinzipien des Netzwerkeffekts, der ja auch in der Corona-Pandemie mehr oder weniger eingetreten ist. Auf einmal werden diese Prinzipien, wie wir sie leben, plus Dynamik und Veränderungsgeschwindigkeit für jeden in der Gesellschaft erlebbar. Betroffenheit, ne? Und so, also das kann man ja auch negativ auslegen, aber wir sehen es mal positiv, erlebbar. Ich würde aber jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, 100% der Organisation hat das jetzt alle verstanden. Also es gibt da noch ganz viele, die steuern aufs profitable Sterben zu. Das wird so sein. Jetzt würde ich mir nur noch wünschen, dass man auch ein bisschen vom Determinismus abrückt und versteht, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen und dass eben nicht alles immer, man eben nicht sagen kann, was definitiv stattfindet und was nicht definitiv stattfindet. Das wäre der nächste Schritt, aber. Aber das hat schon gefruchtet. Das hat gefruchtet. Wenn ich jetzt ein Setup starte mit einem Corporate oder irgendwo da was connecte und initiiere, dass man sagt, ich kann ja nicht sagen, wo wir in einem halben Jahr stehen. Diese Akzeptanz für diese Aussage ist unglaublich gestiegen. Das finde ich auch. Also mein ganz gesellschaftsgenerell und auch tatsächlich in den Zusammenarbeiten dieses Thema so, du kannst nicht mehr ganz klar voraussagen, wo sind wir denn? Lustigerweise habe ich heute, muss ich jetzt gerade denken, als du es gesagt hast, habe ich trotzdem von einem von einem potenziellen Partner, die haben ein Thema getrieben, sind relativ weit auch und wir diskutieren jetzt schon ein paar Wochen, ob wir einsteigen und ich habe heute den Business Case bekommen und dann dachte ich mir auch so, okay, ja, also intellektuell in den Gesprächen ist euch bei angekommen, in den Dokumenten noch nicht, Freunde. Ja, also da, das war schon, also was ist so schön deduktiv von einfach einer Marktgröße runter und so, ja, ich glaube, wir konvertieren nochmal so 12% und dann sind wir da drin und so. Mhm. Und die erste Rückfrage war so, ja, wie kriegt ihr denn einen Kunden und was kostet euch denn ein Kunde? Das wissen wir jetzt noch nicht genau. Ey, ihr macht das seit 3 Jahren. Freunde, ja, also wie könnt ihr eigentlich? Und da bin ich echt gespannt, wie sich dann halt irgendwann die Methodik nachzieht. Ja, weil ich bin da schon dabei, kulturell und bei vielen Leuten auch so intellektuell hat sich was getan, da ist mehr Verständnis da. Aber was noch nicht so funktioniert, ist dieser Umkehrschluss, so okay, welche mein Herangehen, wie passe ich das denn jetzt daran an? Ja, also bist noch, wenn du so, wenn du die 5 Phasen der Trauer nimmst, so bei Akzeptanz bist du noch nicht so 100%ig. Ja, also du bist noch so schon so bei so ein bisschen, schrecklich, Depression, irgendwas ist kaputt. Ja, da hoffe ich ein bisschen auf den Sommer, ja, dass die guten Temperaturen die Leute auch so ein bisschen aus diesem Trott rausholt und man sagt, okay, jetzt habe ich auch echt wieder Bock, was zu machen. Und so geht es mir auch total. Also wirklich, ich habe einfach
ich habe endlich wieder Bock, neue Dinge zu machen. Endlich wieder mich hinzusetzen und mich nicht mehr um alten Schrott zu kümmern und halt irgendwie Probleme zu verwalten, sondern einfach mal zu sagen, hey, geil, neues Thema, komm, lass uns dort reingehen. Lass uns mal irgendwie was Neues starten. Lass uns mal hier irgendwie, lass uns mal ein komplett neues Setup ausprobieren und einfach komplett mal verrückt sein wieder. Ja, da hätte ich schon echt tierisch Bock drauf. Ja, aber dafür sind die Zeiten eigentlich geil. Muss ich ehrlich sagen. Mega, also ich sag ja, ich war immer schon Berufsoptimist, ja, bist du wahrscheinlich auch als Entrepreneur und für dich ist so eine Krise immer gleich Opportunity, ja, und Opportunities ist das quasi der Grundwertstoff, Treibstoff eines Entrepreneurs und von daher glaube ich so, ist eigentlich eine hammergeile Zeit und das halt auch etwas, ne, wenn ich jetzt, ich bin ja auch Entrepreneurship-Professor, da habe ich jetzt Leute mal gefragt, naja, wie hat sich denn das Krise auf das Entrepreneurship ausgewirkt? Dann habe ich gesagt, naja, vorher war Entrepreneurship gleich Startup, heute ist das Entrepreneurship ist gleich Mindset. So, ein bisschen auch durch Krise war vorher schon, aber durch die Krise nochmal ganz klar, weil auf einmal dieses unternehmerische Handeln, dieses etwas tun zu müssen, das, was ich vorhin schon gesagt habe, Experimente, Hypothesen getrieben, fahren auf Sicht, datengetrieben, Entscheidungen treffen und so. Auf einmal ist das Mindset, was dann wiederum, wie gesagt, sowohl in der Gesellschaft als auch in den Corporates immer mehr, sag ich mal, eine Durchdringung schafft. Und von daher bin ich sehr positiv, was zumindest, sag ich mal, der Wachrüttel-Effekt. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir damit? Na, und da bin ich total bei dir. Also mich, wir sind ja halt Unternehmer, ja, wir sind ja da aktiv. Und der ist Mark Andreessen. Ich weiß nicht, ob ihr den, das Memo habe ich mir gestern reingezogen. Das ist ja grandios. Das hat er ja auch in der ersten Corona-Krise gemacht. It's time to build. Das ist halt großartig. Weil er hat halt kritisiert, was alles, na, wir reden viel, wir wissen viel. Jetzt sind wir alle einmal aufgewacht, haben uns einmal alle schön in die Hände geklatscht, was jetzt alles toll und was wir jetzt alles machen müssen. Und? Passiert jetzt wirklich was? Mhm. Ja, und da sage ich jetzt time to build. Ja, aber ich finde halt, also dazu sage ich, nur aus meiner ganz persönlichen Sicht gerade, es ist einfach echt krass. Und da darf man die, was jetzt halt die Pandemie auch bewirkt hat, nicht unterschätzen. Also ich bin Vollgas in meinem Aktionismus-Modus, ja. Und den habe ich so alle paar Jahre mal, wo es mich rappelt, wo ich dann auch gar keinen Bock auf Schlafen habe, Adrenalin hoch und Vollgas, ja. Und wo ich am meisten drüber fluche, dass um 3 Uhr morgens keiner für einen Sales-Call bereitsteht. Wieso schlägt ihr denn die Pisser? Ja, was soll denn das jetzt gerade? Aber auf der anderen Seite ist es bei mir tatsächlich zum ersten Mal so, dass halt richtig viel Legacy auch zuhaut. Weißt du, so, dass du halt auch sagen musst, okay, du musst einfach auch total viele Dinge verwalten, weil alles, was du schon mal angeschoben hast, da wird halt auch die Basis hinterfragt. Ja, und so halt in diesem Modus immer wieder aufs Neue zu gehen und so weiterzuentwickeln, das war zumindest bei uns lange Zeit so, weil wir halt auf ein echt ganz geiles Fundament schauen konnten. Ja, und jetzt so dadurch, dass halt so viele Veränderungen stattfinden, wie du gesagt hast, tektonische Veränderungen eigentlich, ja, ist es halt einfach so, dass schon auch an der Basis gerüttelt wird. Und so diesen Zwiespalt halt irgendwie zu managen, ja, und zu sagen, du bist auf beiden Seiten, performst du irgendwie ganz cool, den finde ich gerade schon anstrengend. Ja, weil, ey, also ich glaube, das Glorifizierte des Unternehmertums, das finde ich auch einfach cool, ja, dass du immer an neuen Sachen arbeitest. Das Problem ist auch immer, dass du eigentlich relativ schlecht bist, darin, alte Sachen zu managen, weil du keinen Bock drauf hast. Ja, das meinst du jetzt, beziehst du jetzt auf Mantro? Ja, aber auch total viele andere Unternehmer, die ich kenne, ja, die halt einfach so irgendwie, die verstanden haben, da muss was getan werden und sowas, aber die Realität des Tagesgeschäfts, ja, und dadurch, dass so viel fundamentale Veränderungen sind, ja, und du, also ein anderer Freund von mir, der hat einen Laden, die sind so 2.500 Mitarbeiter, ja, ist in der Geschäftsführung, und der sagt halt einfach, da sind halt ein Haufen Menschen, die echt Angst haben. Was ist so, dem Laden geht's eigentlich gut, die Wachstumsraten sind echt okay, aber er ist halt einfach auch in der Verantwortung, die Menschen, die schon da sind, halt abzuholen, und da geht halt für ihn wahnsinnig viel Zeit drauf. Ja, und er sitzt irgendwie da auf glühenden Kohlen und wird total gerne jetzt die Chance beim Schopfe packen, neue Dinge zu tun. Aber eigentlich ist da halt, wie gesagt, diese Legacy ist so dieses Fundament, ja, an dem du gerade so viel rumschrauben musst, dass dir so ein bisschen die Zeit ausgeht. Und da finde ich mich total drin wieder, ja. Also ich würde jeden Satz unterschreiben mit It's time to build. Das ist richtig wichtig, da jetzt einfach Vollgas zu geben, und ich habe auch tierisch Bock drauf. Ich finde, man darf nur nicht unterschätzen, wenn man nicht gerade anfängt, sondern irgendwo mittendrin steckt im Prozess, ja, da ist schon eine Ebene, wo du auch ein Stückchen vorsichtig sein musst. Da hast du total recht. Ich habe jetzt von dem Scott Galloway das Buch gelesen, und der meint ja, dass wir kommen jetzt so von der Innovation Economy in eine Exploitation Economy.
Also wirklich dieses Umsetzen, dieses Vorantreiben, ne? Und das assoziiere ich ja immer mit meiner Burg, weißt du? Ich habe jetzt die Burg und sage ja immer wieder, baut die größer, macht die schöner, macht eure 2.500 Mann-Butze so wetterfest wie möglich. Ich glaube, das ist auch richtig und das müssen sie auch tun. Da können sie nicht, so verlockend der andere neue Shit auch immer ist. Ich glaube nur, du musst dann auf der anderen Seite deswegen diese losgelösten Dinge, das klar sagt sich das leicht, aber es ist auf jeden Fall unmöglich, eine 2.500 Mann-Company jetzt umzudrehen und zu krempeln und zu sagen, nee, wir machen mal morgen was ganz anderes. Natürlich geht es nicht. Natürlich geht es nicht. Ich würde ganz gern mit euch einfach auch so ein bisschen abschließend nochmal insofern in die Zukunft gucken, um darüber nachzudenken, mit welchen, also auf welche Art und Weise kann ich denn diese neuen Burgen auf der anderen Seite des Flusses bauen, ohne meine eigene Organisation zu verängstigen, beziehungsweise um sie so wenig wie möglich zu verängstigen, ein bisschen vor dem Hintergrund. Wir haben es ja schon erlebt, so eigentlich vor der Corona-Krise, dass viele Accelerator-Programme, Inkubatoren in Deutschland dann wieder zugemacht wurden. Ja, dass auch so ein bisschen so das Innovationstheater, von dem ja immer vielfach gesprochen wird, dass es deutlich weniger geworden ist, schon vor der Corona-Krise und jetzt im Zuge des letzten Jahres natürlich noch viel drastischer abgenommen hat. Ihr arbeitet ja beide gemeinsam mit Konzernen, mit Mittelständlern daran, neue innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Was glaubt ihr, mit welchen Formaten, mit welchen in welchem Setup werden wir in den nächsten 2-3 Jahren am erfolgreichsten sein, neue Geschäftsmodelle neben dem Kerngeschäft aufzubauen? Manni, vielleicht machst du den Anfang und dann hat der Basti das Schlusswort. Mhm. Ich bin ja ein riesen Fan davon, dass die ganzen Programme weg sind. Ja, weil, also ich finde immer so, je programmatischer du bist, umso mehr entmenschlichst du tatsächlich alles. Ja, und ich finde das Schöne an Innovation, an diesem ins Ungewisse reinarbeiten ist, dass es total davon abhängt, dass die handelnden Personen im Mittelpunkt stehen und einfach ihr was tun dürfen. Insofern bin ich erstmal, finde ich total gut, dass man nicht mehr sagt, okay, du kommst jetzt in den 4-Wochen-Batch und danach lege ich genau den gleichen Maßstab an wie bei allen anderen, dass das so ein Stückchen raus ist. Ich glaube tatsächlich, und das spürt man auch an einigen Stellen schon, dass sich etablierte Organisationen so ein Stückchen das Know-how reingezogen haben, eher situativ zu entscheiden, welches Zusammenarbeitsmodell ist das Richtige. Und das finde ich sau cool. Ja, einfach eher zu sagen, okay, wir haben verstanden, wir können das nicht nach irgendeinem Lehrbuch lösen, weil es gibt einfach noch keins dafür. Es gibt jetzt auch nicht dieses eine Best-Practice-Modell, wo man sagt, also der Accelerator löst mir alle meine Probleme, sondern ich brauche jetzt Menschen in meiner Organisation, die Ahnung davon haben, wie ich Partnerschaften designe und die reingehen. Und da gibt es total viele unterschiedliche Aspekte. Und das finde ich ganz geil. Und ich glaube, da geht auch der Weg hin, sich eher so ein, ich sag mal, so Portfolio an Partnerschaftsmöglichkeiten aufzubauen und die Fähigkeit intern zu haben, situativ zu entscheiden, was ist das Beste für das jeweilige Thema. Mhm. Genau, ich nenne es immer das Aktivitätenportfolio, so wie du es genannt hast, oder die Klaviatur. Also es gibt halt nicht das eine Vehikel, das glaube ich auch. Ich bin aber auch ein ganz großer Freund davon zu sagen, Innovation ist ungleich Prozess, so wie du es auch gesagt hast. Ich glaube auch nicht an diese statischen Programme, hier Batches und so weiter und so fort. Innovation ist kein Prozess. Innovation lässt sich auch nicht schwer vorhersagen. Ich bin aber schon großer Freund von, sag ich mal, dem Vehikel. Jetzt kann man sagen, es ist jetzt Company Building, Startup Studio, Spin-off Generator, wie auch immer du das nennst. Also schon Leute, die grundsätzlich eine gewisse, sag ich mal, Power mitbringen vom Mindset und einen gewissen Technologie-Stack. Und den dann wieder auf der anderen Seite mit den relevanten Problemen zu verknüpfen. Weil das ist ja mein Kernmantra. Wir haben zu viel Lösung für zu wenig Probleme. Und da liegt halt aus meiner Sicht die Kunst. Ich habe ja quasi jetzt das German Deep Tech Institut gegründet. Wir haben halt einen Sack voll Deep Tech-Themen vom HPI im Rucksack, die quasi eine Anwendung, ein Problem brauchen. Und wenn du dann wieder in die Industrie gehst, dann hast du da auf der anderen Seite geile Probleme. So. Und dann kannst du die Frage stellen, ne, weil du das fragst nach dem Vehikel, da kannst du ein Projekt machen, da kannst du ein Joint Venture gründen, da kann man auch irgendwie Plattform as a Service draus bauen, das kannst du dann wieder unterschiedliche Dinge machen, wo ich auch wieder da sage, ich habe auch kein Patentrezept, lass uns anfangen. Und dann bin ich immer so dankbar, wenn ich auf der anderen Seite Leute habe, die das verstehen oder die auf diese experimentelle Ansatz auch Bock haben, die identifiziere ich fast möglichst auch früh
Und dann geht es halt los. So, aber da bin ich schon großer Freund von unserem Service, sag ich mal, Modellgedanken, Mantro, oder wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf dieser Spin-off-Thema reiten mit dem German Deep Tech Institute, weil woran ich nicht glaube, das wurde jetzt gestern wieder großer veröffentlicht von den anderen, es gibt ja so andere Company-Builder, die dann große Partnerschaften mit großen Corporates annoncieren, aber dahinter eigentlich eine Agentur steckt oder Beratungskonstrukt oder was auch immer. Das ist eigentlich verstecktes Bällebad, so mal im Arbeiter. So, da bin ich eher, wie gesagt, deswegen finde ich ja immer gut, dass wir mit Mantro auch immer gut im Austausch sind. Weil das ist schon etwas, dieses wirkliche unternehmerische Skin in the Game, und wir lassen uns das ausprobieren. Super. Vielen Dank euch beiden. Ich fand es mega spannend, mich mit euch zu unterhalten. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Gespräch, den weiteren Austausch und wenn wir dann hier mal wieder ein Bier zusammen trinken können und in einem Raum sitzen, nicht in drei Räumen. Das wäre was, ja. Nehme ich auch, ja. Das nehme ich. Ich wünsche euch was. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.